Vorweg, zu diesem Video hat mich die Instagram-Seite Horrorfaktor inspiriert. Ich weiß, es sind dieselben Fakten, aber ich fand das so interessant, dass ich es als Videoform produzieren wollte. Ich hoffe, es ist kein Problem und den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Video. Hey Freunde der Horrorfilme, da die Menschheit demnächst wegen Corona aussterben wird, erzähle ich euch heute mal, was passiert, wenn die Menschheit weg ist. Natürlich stimmt das nicht und wir werden natürlich alle ewig leben, also keine Panik, Leute. Also Leute, beginnen wir mit den Fakten. Nach einigen Tagen werden sämtliche U-Bahn-Tunnel überflutet sein, da sie niemand mehr abpumpen kann. Das wird so lange andauern, bis sämtliche Straßen überflutet sind. Das heißt, wir müssen uns Schwimmwesten anziehen, wenn wir noch da wären oder es welche geben würde. Ein Problem wäre damit auf jeden Fall gelöst. Es gibt kein Problem mehr mit Klopapier, weil wenn alles voll mit Wasser ist, kannst du einfach einen Arsch in Wasser halten und dann ist er auch sauber. Nach einigen Wochen werden die meisten Haustiere verhungert. Alter, okay, jetzt habe ich echt Angst vorm Aussterben. Das ist viel schlimmer, als ich dachte. Dafür würden die Tiere die Städte einnehmen. Auch so auch ein kleiner Vorteil. Das wäre also so richtig Planet der Affen mäßig. Nur halt eben mit allen Tieren und die größten Affen sind dann weg. Nämlich wir. Ein bis zwei Jahre später stürzen alle Satelliten ab, die unsere Erdumlaufbahn herumfliegen. Das heißt, kein Internet mehr. Das heißt, auch kein Dead by Daylight mehr. Und oh mein Gott, ich habe immer mehr Angst vorm Aussterben. Wobei, wait, wir sind dann ja eh nicht mehr da. Glaubt ihr, im Himmel gibt es Internet? Glaubt ihr, ich komme in den Himmel? Keine Ahnung. Zwei Jahrzehnte später wird sich die Vegetation erholt haben. Und Städte sind damit Pflanzen bewachsen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil, wenn man ehrlich ist, hat die Natur es verdient, das alles zurückzubekommen. Ja, kleiner Funfact, das ist eigentlich auch, diese Krise ist auch für die Natur an sich eine ziemlich gute Sache, weil die konnte sich jetzt ziemlich stark wieder erholen. Natürlich rechtfertigt das nicht die ganzen Menschenopfer, aber nur als kleiner Nebeneffekt, ich halt jetzt mal Maul. Aber genau so stellt man sich halt diese Zeit vor. Alles überwachsen mit Gras, überall Blätter, Dschungel, Fieber, alles crazy. Ja, genau so wird es sein. Jetzt kommt ein fetter Zeitsprung. Nach 200 Jahren werden viele Städte unter Wasser stehen und Dämme werden zerstört. Also richtig Atlantis-mäßig. Vielleicht kommen wir ja als Wassermenschen wieder. Das wäre übelzig. Dann spekulieren die safe darüber, ob es mal eine Zeit außerhalb des Wassers gab und wie krass die Menschen damals an Land sein mussten und dass sie so heftig waren und so alles konnten und dann sehen die mich und denken sich, bruh. Nochmal 100 Jahre drauf, also an alle, die nicht in der Mathe-Skype-Gruppe ihres Kurses sind, 300 Jahre später sind sämtliche Metallstrukturen eingestürzt, da sie komplett verrostet sind. Dann wird einem erstmal klar, wie sehr man diese Dinger pflegt, damit sie erhalten bleiben. Zum Beispiel den Eiffelturm oder die Freiheitsstatue. Zum Beispiel den Eiffelturm oder die Freiheitsstatue gibt es dann einfach nicht mehr. Also nicht mehr so, wie wir sie kennen. Nur aus Stein erschaffene Bauwerke wie die Pyramiden oder mein Penis würden noch stehen. Als letztes zu den magnetischen Strahlen, also alles aus unseren Handys etc. Die werden für immer bestehen bleiben. Ja, krass, ist aber so. Die fliegen dann die ganze Zeit im All rum und die Aliens können dann alles sehen. Also Leute, Warnung, bevor das passiert, nochmal fett den Verlauf löschen, weil das kann peinlich werden, weil ich oft so Wirtschaftsmagazine suche und So, ich hoffe, euch hat das kleine Video für zwischendurch geschmeckt. Jetzt in der Corona-Zeit werde ich versuchen, ein bisschen mehr abzuloaden, um euch auch zu unterhalten. Heute Abend kommt auch ein Stream, nicht vergessen. Ich habe es doch gar nicht angekündigt, egal. Und demnächst kommt ein fettes Video. Ich sag nur Candyman. Und ich meine nicht das Lied. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, checkt meinen Kanal ab. Da gibt's alles zu Horrorfilmen und Horrorstuff im Generellen. Immer mehr Horrorfilme wieder, weil ich werde mich jetzt... Das war das letzte Video, was ich auf... Horror-Stuff generell beziehen wird für die nächste Zeit. Jetzt kommt mehr Horror-Film-Stuff. Ansonsten noch einen nice Day und gebt ein Like, wenn es gemundet hat. Ich habe Hunger, wie man merkt. Bleibt gesund, auf jeden Fall. Und bleibt zu Hause, Leute. Bleibt zu Hause.